Die Scandlines-Hybridfähre Kopenhagen verkehrt auf der Strecke zwischen Rostock und Gedser nun mit einem rund 30 Meter hohen Rotorsegel. Es hat einen Durchmesser von 5 Metern und stammt von dem finnischen Hersteller Norsepower. Durch die Nachrüstung mit dem Rotorsegel kann die Fähre nun auch durch Windenergie vorangetrieben werden. So würden die CO2-Emissionen um 4 bis 5% reduziert, hieß es von Seiten der Reederei. Der Fährbetrieb wurde durch die Umrüstung nicht unterbrochen.